Hallo, herzlich willkommen bei Skyline for Life. Ich bin hergefahren nach Fränkisch Krumbach. Es hat mich halt gereizt, ein bisschen was auszuprobieren, und dazu zählen Muscheln. Moin. Moin. Oh, und man reagiert hier freundlich auf ein Moin in Baden-Württemberg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hallo. Hallo. Sehr gutes Zeichen hier. Generell, Leute, sehr zutraulich. Ich bin gespannt, worin das heute ändert. Sind das nicht normalerweise Kondomautomaten? Ich frage echt nur für einen Freund. Na, komm mal, Sie war auf Fränkisch Kulmbach. Hier ist man mit der Natur im Einen. Das sieht man an den grünen Flecken hier auf dem Brunnen. Allgemein schöner Brunnen. Seht doch, wie es weht. Seht, wie das Wasser weht. Hier weiß man, hier ist nicht nur der Brunnen, sondern auch der Müllermann aus Deutschland. Schöner Brunnen. Dieser Stream wird ein Kulturschock für die Rentner vor Ort. Ja, das kann sein. Viele Leute. Und auch so auf engem Raum. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein bisschen verteilt. Mit Bollerwagen, wahrscheinlich ein Starlink drin. Ja, wir verschaffen uns einen Überblick. Junge, wie lang ist diese Schlange denn? Das ist einfach der Muschelstandbetreiber. Da stehen die Leute jetzt einfach Schlange. Oh Junge, das ist die ganze Schlange für einen Stand? Ja, nur für die Muscheln. Aber wenn es ein Muschelfest ist, gibt es nur hier einen Stand mit Muscheln? Nein. Ah, okay. Gibt es so eine Fastlane gegen Entgelt? Durch die Netz. Achso, kein Influencer-Bonus oder sowas? Nee. Verstehe. Ja, Leute, also ich glaube, der Großteil ist tatsächlich für Anstellen. Okay, was haltet ihr davon, wenn ich mich den vorstelle? Die werden sich wundern. Moin. Moin. Ich rede jetzt die ganze Zeit in die Kamera. Die Arme. Ja, das stimmt. Besser? Oh. Ach so, nein, ich meine, ich rede jetzt in die Kamera, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Nein, Sie können überall... Ich stehe Ihnen. Nein, ach, um Himmels Willen. Das wäre ja meine Schuld, wenn Sie mir im Bild stehen. Schließlich bin ich als ausgewogener Redakteur doch dafür verantwortlich, dass ich die Bildposition selbst suche. Welche Zeitung? Gibt es hier einen Odenwaldblatt? Ich hoffe, dass es hier eins gibt, aber ich komme nicht von hier. Ja, ich hoffe, wir kommen schnell voran. Am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Da sehen wir nur im Boot, da wäre es nicht so heiß. Ja, das stimmt, ja. Man bräuchte jetzt hier so einen Getränkestand, dass man unterwegs auch noch ein Getränk trinken könnte. Soll ich Ihnen etwas holen, wenn Sie mir den Platz freihalten? Oh, das ist aber ein Deal. Aber die Schlange beim Getränkestand wirkt auch sehr lang. Aber das könnte ich hinkriegen. Ich sag's, ist für diesen Zeitungsmenschen da hinten. Ja, mit Zeitungsmensch habe ich öfters schon Türen. Was wollen Sie denn trinken? Irgendwas Alkoholfreies und ohne Kohlensäure. Wahrscheinlich gibt es schon meistens gar nichts. Ne? Hören Sie, ich gebe Ihnen Geld mit. Ja. Dieser Platz gehört der Frau. Also Sie helfen zu mir. Okay. Ah, okay, dann passt's. Aber Dankeschön. Kann ich Ihnen noch irgendwas versuchen zu holen? Irgendwas, was es auch nicht gibt? Nö. Okay, Dankeschön. Das ist jetzt nur eine temporäre Aufnahme, dass wir jetzt hier seit 10 Minuten am gleichen Fleck stehen. Für keine Muschel der Welt würde ich mich da anstellen. Okay, das Schöne bei mir ist, ich weiß gar nicht, wie die schmecken. Und vorhin wurde auch gesagt, hey, du isst doch kein Fleisch und so. Ja, aber die haben ja kein Nervensystem. Ich dachte, das wäre noch nicht mal... Oh. Naja, ich habe eh neulich... Also, es ist egal. Ah, ich hätte Lust auf so einen Kuchen, nur ich habe Angst, dass ich das mit einer Hand nicht halten kann. Was meinen Sie? Aber die verfüttern. Wie bitte? Schon Beef. Und zwei gleich die Vordinge wollen, ich verstehe es. Geh jetzt einfach mit rein. Du hast mal kein Glas. Vordrängeln geht halt nicht. Okay. Komisch, oder? Hallo. Hallo. Na, dir geht's, wie steht's? Na klar. Ja. Ich bin schon so aufgeregt. Ach, kommt ihr von hier? Ja. Okay. Lohnt sich das Anstehen mal so unter uns? Also ja, aber du stehst bestimmt auf eine halbe Stunde an. Oh, ist das wahr? Moment einmal, die haben Orangensaft und Apfelsaft. Soll ich dir einen holen? Ich gebe dir das Doppelte fürs Holen, weil ich jetzt kann ich es mir leisten. Wenn die nur mit Kohlensäure haben, dann verweist sie ihres Amtes und sagt, du bist vom Bürgerbüro und die müssen weg. Will noch jemand was trinken, wenn ich hier eh schon mit meiner Kamera nerve? Wollen Sie noch was trinken? Okay. Im Chat heißt es, fuck, ich war schon unterwegs, dir ein Wasser. Ja, kannst du trotzdem bringen. Nehme ich trotzdem gerne. Hey, kann ich euch in einer Stunde zwei Muscheln anbieten? Also ich habe noch welche. Willst du welche essen oder
wolltest du nur probieren? Ich wollte eigentlich nur probieren. Ja, da kannst du mitkommen. Wirklich? Wohin? Nach vorne. Wieso? Was ist da? Meine Muschel. Deine Muschel? Ja, sie hat extra für mich angestanden. Moment einmal, wo sind die jetzt? Ja, vorne sind die an meinem Platz. Du hast einen Platz? Da sind sie noch sicher? Ich verlasse eine Warteposition, für die ich eine halbe Stunde lang hier gekämpft habe. Ich kann sie auch bringen. Nee, ich komme gerne mit. Okay, ich verlasse diese Schlange, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr genervt, aber das gehört zu meinem Konzept dazu. Wie funktioniert das jetzt? Die ist leer und dann nimmst du jetzt eine am besten und tust sie dann so raus. Habt ihr Besteck in Fränkisch Krumbach? Ja, die Muschel. Die Muschel, na klar. So, guck, ich habe rausgeholt. Genau, dann isst du sie einfach. Leute, das riecht, wie es aussieht. Und dann, man isst das jetzt komplett einfach? Ja. So, die Muschel auch. Ja? Hatten Sie am Anfang auch Probleme? Gräten bleiben drin. Ja, das ist gar kein Mageninhalt auch. Okay, gehört dann so, also. Oh, das ist säuerlich. Oh, ich habe Gänsehaut, weil das so... Habt ihr zugeschaut bei dem Knossi vs. Wald-Training? Nee, natürlich. Diese... Du willst mir jetzt nicht sagen, dass das schlimmer ist. Nein. Ich will nicht sagen, dass es schlimmer ist. Ich will nur in Betracht ziehen. Das ist wenigstens nicht im Mund. Ja, das stimmt. Da ist kein Gift drin. Es ist einfach wie Glibberkram. Ich habe aber gedacht, das wäre vegetarisch. Nee. Dann habe ich dieses Jahr dreimal schon gesündigt, inklusive Insekten. Kennt ihr diese Glibber-Sachen vom Yps-Heft? So, als wenn man die in den Mund nehmen würde. Als wenn ihr gerade so Spielzeug frisst und ihr denkt euch, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht zum Essen. Boah. Nee. Es ist so gut, dass wir uns da jetzt nicht angestellt haben noch die ganze Zeit. Gratis Muscheln! Gratis nehmen Sie sich, ich mag nicht mehr. Oh, mein Zahnfleisch ist fett. Hängt das auch mit den Muscheln zusammen? Darf ich Sie mal fragen, was Sie für Aufnahmen machen, für was das ist? Ich streame für Twitch, ich nehme die Leute ein bisschen mit auf die Reise. Okay. Und, das ist, also, dass Sie das alles so veröffentlichen dürfen, das ist abgesprochen? Das ist abgesprochen, genau. Okay. Mit dem BGB. Dankeschön. Ja, na klar. Lass es nur an die Seite stellen. Ach so, oh, na, selbstverständlich. Dankeschön. Bis bald. Steht das nicht im BGB, Leute? Habe ich mich vertan? Bei der Gamescom wusste man, okay, hier guckt halt keiner komisch, nur wenn man filmt. Aber da, boah, diese Blicke. Da waren Blicke des Todes mit dabei. Naja, wie geht's euch? Mir geht's um hier. Wo kommt ihr denn eigentlich her, dann, wenn ihr nicht von hier kommt? Hier in der Umgebung, ja. Er wohnt hier, ist mein Cousin und ich habe ihn besucht. Ah, cool. Wo kommst du her? Aus welchem Kreis? Leipzig. Ah ja, oh, da ist eine lange Reise, aber. Ja. Aber dann direkt jetzt auch hier, weil einfach Muschelfest ist, ne, bestimmt. Genau. Ja. Muss man uns mal angucken, wie es zum ersten Mal Muscheln essen. Ihr wirklich? Macht ihr das? Ja, okay. Oh, ich kann sagen, lohnt sich nicht. Moin! Ey, das ist nicht dein Ernst, ne? Wie lieb ist das denn? Ich habe in den Chat geschrieben, dass du vorbeikommst. Ah, ja, ich wusste nicht, dass du wirklich kommst. Normalerweise, früher hatte ich immer nur so Schnacker. Das ist ja sehr, sehr nett. Kein Ding. Und sogar von der Odenwaldquelle. Eiskalt. Ey, Muschelfest schon scheiße, ist wenigstens Wasser. Ich wusste nicht, dass es so klein ist. Das ist das Problem. Ja, ist schon ein bisschen. Entschuldigung. Bitte? Ja, ist schon ein bisschen klein. Das ey, Chat sagt Ehre, Ehre, Ehre. Mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. Ey, wie ehrenhaft, ne? Sehr, sehr ehrenhaft. Kannst du in Kindersprache sagen, wie er schmeckt? Hey, lieber Cousin. Nee, was war das? Neffe, ne? Nichte. Hey, liebe Nichte. Du hast gefragt, wie dieser Kuchen schmeckt. Sehr, sehr gut. Schmeckt sehr, sehr lecker. Oben ein bisschen cremig. Cremig, das kennst du schon. Du hast neulich deinen ersten Schaumkuss gegessen. Unten haben wir ein bisschen Biskuitteig. Das schmeckt so ein bisschen wie aufgeweichtes Brot. Du kennst es, als du neulich versehentlich 3 Tage altes Brot, was in dem Waschbecken noch vorzufinden war, gegessen hast. Genauso schmeckt dieser Teig. Insgesamt ist es eine super Kombination. Ich weiß, das Wort ist ein bisschen kompliziert. Kombination. Moin! Ich mach Kinderfernsehen gerade. Ja, ich mach das mal kurz wieder aus. Ah, Ribo-Roulette. Geil, geil, geil. Oha, das fällt einfach so rein, man muss gar nicht ziehen. Und jetzt kann man einfach hier ziehen. Ich drücke wirklich, Leute, ich drücke. Das beweisen die... Hä? Toll. Oh, cool, noch mehr Geld.
Oh cool, noch mehr Geld. Ja, wer bescheißt hier eigentlich wen? 2x50 Cent? Okay, aber am Ende habe ich Gewinn gemacht. So, deswegen war wohl nicht so sinnlos, was ich gerade gemacht habe, ne? Oh ja, es geht. Okay. Das sieht jetzt aus, als hätte ich illegale Ware. Hallo? Da sind nur Süßigkeiten. Ja, das sind so kleine Schachtelchen. Ich habe auch erst gedacht, ich kriege jetzt hier illegale Ware, aber das ist wirklich nur Haribo. Nicht nur, nur einer. Gut, ich meine, da haben wir 1 Euro bezahlt, ne? Aber trotzdem. Das sind endgültig keine Vegetarier mehr. Hä? Ich habe Haribo gegessen, die haben doch kein Fleisch. Hä? Warte mal, Vegetarier essen kein Haribo? Aber das ist doch kein Fleisch. Das ist doch nur, was ist denn Gelatine? Ist das nicht das, was die hinten rausscheißen oder so? Tierabfälle, Knochenmark. Okay, willkommen zu Folge 47 von Mit dem Chat wird man schlauer. Das ist echt der schlechteste Vegetarier aller Zeiten. Ja, ich habe auch nie, ich schreibe mir das auch nicht auf die Stirn. Ich habe ja auch immer nur gesagt, ihr esst kein Fleisch. Bis ich dieses Jahr Fleisch aus. Aber bis dahin habe ich gesagt, ihr esst grundsätzlich kein Fleisch. Und zeitweise war ich auch Pestgetarier. Habt ihr einen DIN A4 Drucker oder Copyshop hier? Weil da würde ich ganz schnell Presse auf DIN A4 drucken und das dann so dranhängen. Haltet mal kurz. Dankeschön, bis gleich. Okay, schnell Copyshop, wir machen Presseschilder. Ich lasse ihm mal 2 Euro da. Nein. Nee, das passt schon. Nehmen Sie mit. Ja. Sowieso Korn von Ihnen. Okay, ich lasse die 2 Euro trotzdem versehentlich jetzt liegen. Tschüss. Trinkgeld aufgezwungen. Okay, geil. Also Leute, es ist vielleicht nicht in der Größe, wie wir dachten. Ja, genau. Aber es ist trotzdem okay, glaube ich. Kennt ihr euch? Oh. Hallo. Kennt ihr mich? Okay. Naja, man muss ja auch nicht jeden kennen, sag ich mal. Geht das? Ja, ja, für mich ist es wunderbar. Ist es für euch auch okay? Haben wir eure Familie jetzt verloren? Nö. Wir treffen uns dann beim Bäcker. Wirklich? Ja. Okay. Das war aber eine knappe Geschichte. Was ich erbeuten konnte, ist das hier. Und dafür wollte sie 2 Euro. Echt jetzt? Ach nein, ich gab ihr 2 Euro. So war das. Ist die eigentlich kostenfrei, die Bimmelbahn? Nein, auf jeden Fall. Cool. Oder? Wird das durch Muscheln finanziert? Da steht ja irgendwas. Oh. Verhaltensregeln. Keine Körperteile während der Fahrt aus den Waggons strecken. Okay, gut. Also Selfie-Stick ist nur ein. Das passt dann ja. Presse in Klammern. Kategorie S für Streaming. So, falls jemand fragt, wieso hat der Typ ein Mandala als T-Shirt? Frage ich ihn gleich. Was mich nur irritiert ist, dass keine Bahndurchsagen kommen. Ah, Moment, ich höre da was. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie auf der Bimmelbahnfahrt in Fränkisch-Kronborg. An der nächsten Halt. Was ist unser nächster Halt? Wissen Sie, was der nächste Halt ist? Nee? Okay. Unser nächster Halt ist unbekannt. Wir bitten Sie einfach auf den Sitzen. Bitte. Wir wissen, dass wir heute kein Bordbus dabei haben. Dafür haben wir heute schön ausgekommen. Vorgang. Vielen Dank. Hallo. Ich bin vom Hessischen Rundfunk. Ich habe ein bisschen Musik auch mitgebracht. Die Alarm für Cobra 11 Musik, so als Hintergrundmusik vielleicht. Hier dann eine Explosion einfügen. Irgendjemand müsste noch Semia schreien. Semia, nein! So ungefähr. Papa, wann kommst du nach Hause? Wir haben seit 2 Tagen kein Wasser mehr und ich habe so schrecklich Durst. Kennst du Gatsby, den Wassermann? Ein Fall fürs Jugendamt. Hi, darf ich mit meinem Stream nachher vorbeikommen? Perfekt, bis gleich. Ja, Flohmarkt-Stream ist seriöser. Ich hab's abgeklärt vorher, als wenn ich jetzt nochmal, oder? Cool. Okay, Leute, dann machen wir Flohmarkt-Action. Dann hole ich jetzt schon mal das Geld raus. Das wäre einfach wirklich dekadent dann gleich mit dem, mit diesem Fufi winken, ne? Würde ich sagen. Ich hoffe, ich nerv nicht zu sehr mit meinem Stream. Du siehst aus wie ein Torwart. Ah, cool. Passt ja. Perfekt. Nee, weil ich habe manchmal so Menschenkenntnis. Er sucht den Stream, gleich fliegen wir auf. Die Gefahr sehe ich auch. Soll ich zugeben? Okay, ich gebe zu, auf peinlich angelehnt. Ja, also kann sein, dass ich doch keine Menschenkenntnis habe. Das hat nur irgendjemand geschrieben im Chat. Ja, habe ich verwechselt. Zum Mitnehmen. Also kostenlos zum Mitnehmen?
Zumba. Für die Wii. Latein lernen mit Rätseln. Der arme Teddy. Ja. Ja, krass, dass diese Spiele hier umsonst sind. Moin. Moin, wo streamst du? Auf Twitch. Ah, war klar. Darf ich hier auch streamen? Ja. Ich mache einen Einkauf. Was ist das? Ach, alles Mögliche. Ich glaube, der Chat kann sich jetzt nicht retten vor Vorschlägen, weil ihr eigentlich alles habt. Ihr habt sogar Bruno Banani, Not For Everybody Sets. Alle drei, 50 Euro. Das ist schon mal eine gute Ansage. Ich merke, hier muss man falschen. Sie? Wurdet ihr heute schon ein bisschen, also konntet ihr schon ein bisschen was, ihr habt ja wirklich geile Sachen, ich dachte, ihr habt nur Ranz, aber hier alleine, wurdet ihr schon ein bisschen die was los? Die Aussage war gerade fail. Dass ich dachte, ihr habt nur, ja, von da hinten, als ich noch nicht mit der Bimmelbahn hier angekommen bin, da dachte ich, oh, das ist bestimmt nur ein Flohmarkt von vielen. Stattdessen habt ihr sehr hochwertige Ware hier. Was kostet das Riesenrad? Chat sagt Lego Grund. 20 Euro. 20 Lego Grundplatten, mehr wert als Gold. Moin. Was kostet hier eine Platte? 4 Euro pro Platte. Das sind uralte. Ja. Chat, das ist fair, oder? Ja, das ist ein super Preis. 4 Euro pro Platte ist einwandfrei. Irgendwas war hier mit Undertaker. Ach, der hier? Ja. Ja. Was auch immer ganz schlau ist, ihr sagt, ja, nehme ich, und dann fragt ihr es nach dem Preis. Ja, nehme ich. Was kostet? 10. Ja, und dann schon hat man den Salat, ne? Aber dann kann man immer noch handeln. 2? 5. Und das ist natürlich jetzt, letzte, wo man sich so ein bisschen gegen das Problem ist. Bitte? Letzter Preis. Letzter Preis ist 5? Ja. Gut, aber er sieht ja auch kräftig aus. Und die Figur auch. Also alles. Alle sehr starke Jungs hier. Würde ich sagen... Ja, okay, komm, 5. Das machen wir. Ist auch nicht immer zu viel Handel, ne? Man kann sich das sonst auch... Rack, zack, ist eine Drehgenehmigung wieder weg. So ist es. Der ist 500 Euro wert? Oha. Ich gebe 10 dafür. Dann gibt's 10. Okay, 10. Dann machen wir das schon mal so. Und dann, wie ist das jetzt mit den Platten? Da wurdet ihr euch nicht einig, Chat, ne? Der ist Tausende wert? Oha, aber ich gebe schon 10, Leute. Okay, lass uns noch was kaufen, was garantiert nirgendwo irgendwie losge... Also wisst ihr, so dieses... Ich kaufe doch immer so den... Was wirklich keiner haben möchte. Hier diese Minibon. Das ist keine Bon, das ist eine Vase. Oh, Vase. Was kostet die Vase? Da gibt mir 3 Euro. Hui. Da gucke ich nochmal vor beim Teddy. Habt ihr noch irgendwas völlig Hässliches? Vielleicht brauche ich noch ein Geschenk für meine Oma. Da vorne das rote Auto. Ja, das ist wirklich sehr hässlich. Cool. Was wollt ihr dafür haben? 4. 4. Das Gesicht ist halt auch wahnsinnig. Kann man Kinder auch mit verscheuchen. Ja, komm, nehmen wir das. Dann sind wir bei 14. Werden die Preise eigentlich gewürfelt oder ist das so? Nee, das weißt du schon, ne? Okay. So Peace und so. Ich zahle 4 dafür. 4,50. Och, ja, dann machen wir 5. Bevor ich mir jetzt hier noch 0,5 Dinger merken muss. Ihr verfügt über zahlreiche Antiquitäten. Die, das Ding? Die, ja, willst du haben? Die Rose ist 15. 15, ein Bild? Ja. Ja, würde ich dir kaufen. 10. 14. 11. 12. Immer noch 11. 12. 13. 13. Okay. Verfügt diese Flaschenpost überhaupt über eine Geschichte? Handarbeit. Handarbeit? Selbstgemacht? Nee, nicht von mir. Opa. Wirklich? Oha, wenn das der Opa gemacht hat, dann... Warum landet das auf dem Flohmarkt? Dein Opa in allen Ehren. Aber ich gucke noch ein bisschen. Hey, hey Kinder, Happy Hippo-Dings. Die ist aber groß geworden. 3. 3 nur? Ja, guck, dann sind wir bei 35, das passt. Ihr bietet wirklich alles an. 1 Euro. Ach, das ist eine Spardose. Ich dachte, ihr verkauft wirklich Müll. Das ist eine Spardose. I Love New York Kette. Wollte ich schon immer mal haben. Meint ihr, das macht mehr Sinn, wenn ich andere Leute frage nach dem Preis? Was kostet die? Das ist die Chefin da. Die nächste Chefin. Ich habe hier nichts zu sagen. Ich bin hier der Chef. Oh. Oh, ja, ich wollte dich auch gerade fragen. Was hattest du? 2 Euro. 2? Chefs, hocke do, do und do. 2 Euro hat das die komplette Bravo damals gekostet, oder? Ja, und? Das ist eine Rarität. Das stimmt natürlich. Meine Mutter hat mal die Bravo aus meinem Zimmer mitgehen lassen, weil diese That's Me-Seiten dann doch für sie pornografisches Material waren. Naja, lange Geschichte. Okay, nämlich. Tja, das kostet, UVP hat das 3,99 gekostet. Was wird das wohl jetzt kosten? Was kostet das? 2 Euro. Wie viel? 2 Euro. 2, oh. Ich dachte, da kommt jetzt 5. Okay, let's go.
Aber am meisten bin ich über das Glückliche. 39 jetzt? 39? Leider habe ich nicht die finanziellen Mittel, aber trotzdem, Interesse halber, wenn du jetzt alles verkaufen würdest, also jemand würde sagen, ich kaufe den kompletten Stand, was würdest du da nehmen? 1000 bis 200. Ja. Dann nehme ich das noch dazu. 20? War das 20? Ja. Chat, war das 20? Ich bin gleich wieder da. Ich wusste nicht, dass es 20 ist. Das habe ich dir vorhin gesagt. Ja, jetzt ist mein Fehler. Ich bin unkonzentriert. Können Sie mal fragen, was das Riesenrad kostet? Einfach aus Ihrer Perspektive nochmal. Was kostet das? 15 Euro. 15. Können Sie das für 15? Ich würde Ihnen 15 Euro geben, wenn Sie das kurz für mich kaufen würden, weil von mir will er 20. Sie haben anscheinend, keine Ahnung. Nein, die haben eben auch 15 angeboten. Ja, ja. Ach so, wirklich? Waren es eben schon 15? Aber du hörst nicht zu. Hat er kurz vorher gesagt. Sind Sie böse, wenn ich Ihnen das Riesenrad wegkaufe? Schade. Ja? Nein, ich lass noch. Ich möchte die Dame das auch von dir haben. Das stimmt, dann kann ich es verkaufen für 20. Okay. Das war nicht mehr meine Sache. Okay, bei wie viel sind wir jetzt? Ich habe die Übersicht verloren. Oh, also bei 55, das übersteigt mein Budget. Ich habe einen Fuffi dabei, was kann ich noch rausnehmen, damit wir wieder bei 50 sind? Gib mir 50 und nimm das mit. Okay, perfekt. Hat mich sehr gefreut. Jawohl. Der erste Flohmarkt, bei dem ich... Hier die Dame. Au, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Die sind auch mehr da. Ich glaube, der Herr hat es doch gerade für Sie erstanden. Ja, ja. Ein Geschenk aus Frankfurt, aus Wien. Groß aus Wien steht da drauf. Schenke ich Ihnen. Nee. Doch, das ist wirklich okay. Nein. Das ist alles. Nein. Ah, dann schenke ich Ihnen. Nein. Jetzt nehmen Sie das Riesenrad. Nein. Aber es übersteht nicht die Fahrt von mir. Ich fahre nämlich ruppig. Habt ihr eine Tüte? Leider nein. Okay. Leider doch. Oder doch? Ah, oh, sehr gut. Chat, ich rechne damit, dass die Tüte 2 Euro kostet. Kostet die extra? Nö. Oh. Cool. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viel. Was hast du denn da drauf? Das ist ja geil. Ja, den bekamen wir nicht. Schön, süß. Süßes Ding. Die Rose, das Die Rose, ja. Bild noch. Bild mit Dame. Bitte schön. Dankeschön. Damit in die Bimmelbahn. Oh mein Gott. Ist ein guter Platz. Aber ich würde echt gerne wissen, was du dafür bezahlt hast. Ne? 4 Euro. 4? Ich kenne die gut und habe ein bisschen runtergehandelt. Aber doch nicht auf 4 Euro, oder? Ich habe für das Teil, was habe ich bezahlt, 15 Euro? Ja. Das ist ganz viel Glas und so. Ja, aber das ist genau dasselbe, Lukas. Ja, gut, aber trotzdem, wir wurden sowas von abgezogen, Chat. Guck mal, weil ich gedacht habe, ich habe dich jetzt hier so abgezockt. Mir das Dirk sei geschenkt, das Joy Fielding Buch. Oh, das ist sehr lieb. Das habt ihr geschenkt, oder? Wir haben immer euer Ding angeguckt, das hat so schön. Das, was jetzt da eingenommen wird, das geht an meine Mutter, weil wir brauchen eine neue Heizung. Oh. Und dann wird der Erlös für die Mama für die Heizung, weil die Mama das Geld eben nicht mehr hat. Ja, dann ist es doch, dann passt das der eh. Zum Verschenken, das ich glaube, jedem Zuschauer war auch klar, dass ihr normalerweise bei anderen dann auch andere Preise nehmt. Nee, der hat das jetzt so... Dem hat es jetzt Spaß gemacht. Der hat das noch nie gemacht. Der getraut sich sowas normal nicht. Deswegen war er jetzt ganz stolz, dass er das mit dir so schön hat schwätzen können. Ah, ich habe auch ein bisschen überfallen. Deswegen umso mehr Respekt, wie ihr das gedeichselt habt. Ja, das habe ich jetzt auch gesagt. Aber das geht, also der Erlös geht an die Mama. Also das ist cool. Wir haben davon nichts, gell? Aber das, weil die Mama, wir haben jetzt gesagt, wir machen sowas, dass wir ein bisschen für die Mama hier heizen. Ja. Das kostet halt alles, ne? Wenn das stimmt. Hat, ist halt so. Ja, vielen Dank. Das ist ja die Taschenbuchausgabe von 1984. Ja, das war eh zum Geschenk, das war in dem Geschenkkorb da unten drin. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, da konnte nur mal gucken, es dauert eh noch eine Weile, bis die bauen können. Ach so, ja, ich glaube, wir gehen zu Fuß. Ich guck doch bei dir an. Ja, sehr gerne. Ich brauche jeden Zuschauer. Vielen Dank. Ich will Ihren Mann. Aber Moment mal, Ihren ist groß geschrieben, also will sie meinen Mann. Ja, komm, ich hole euch den Teddy. Hallo. Du redest jetzt nicht etwa, oder? Doch. Hallo. Ach, guck mal, die holen sich das Gratisbier ab, ne? Gratis Bier. Nee, schon gut, der muss sich beruhigen. Du bist ein Teddybär, du trinkst kein Bier. Mein Penis brennt. Aua. Hier sind Kinder, ne? Das wisst ihr. Ja. Ah, ne? Hey, kannst du mal jetzt bitte einmal ganz kurz, weißt du, weil... Warum nervst du so? Wir wollten das nochmal versuchen. Ist das deine Idee, dich auszusetzen? Ja, weil es halt genervt hat. Ich bin nicht reif dafür. Es ist auch mein Fehler. Ich hätte das niemals machen sollen mit uns beiden. So ist es mein Fehler. Wir müssen jetzt halt das versuchen. Da muss aber jeder seinen Teil dazu machen, ne? Dazu beitragen. Er sollte auf meine Spiele aufpassen und jetzt ist er weg. Hey,
Wie soll ich heute Abend einschlafen? Warte kurz, nur kurz. Ich bin so traurig, Adam. Warte, ich hol dich gleich wieder. Nee, ich habe keinen Teddy gesehen. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen ganz ehrlich ganz kurz aufhören, weil das Kind jetzt hier rechts schon so verstört guckt. Ich schwöre dir, wenn du nicht deinen Mund hältst. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht unnormal oder so, aber ich mache das alles für meinen Neffen. Hallo, die stehen da unberechtigt. Nee, das ist nicht ernst nehmen. Alles gut. Ja, okay. Der kann sich noch nicht vernehmen. Anna? Halt deinen Mund. Oh, lass doch mal. Teddy, warum sind eigentlich deine Augen völlig ramponiert? Ich wurde nicht gut behandelt. Das tut mir leid. Ich wollte jetzt auch nichts ansprechen oder sowas. Ich wollte jetzt nichts irgendwie... Fass mich nicht an. Chill mal, du hast mich eben angefasst. Also du hast mich doch eben berührt. Nein heißt nein. Oh shit, habt ihr auch das gesehen mit dem Teddy? Ah, das ist so eine Leckmuschel. Deswegen dachte ich, dass man die lecken muss. Oder? Guck mal, weil das war doch früher. Als Kind hat man die doch geleckt, oder ja. Nicht? Ja. Oder bin ich der Perverse jetzt hier? Nee, absolut. Nein, warte doch, sag doch mal ernst. Ja, das ist eine Leckmuschel. Ja, also. Ja, ist eine Leckmuschel, ne? Ja, genau so ist es. Sie haben sich aber auch hübsch gemacht oder laufen sie immer so rum? Ja, immer so. Ach, das freut mich sehr. Der Lecktun. Der Lecktun? Der Lecktun, ich bin der Neptun. Ach, der Neptun, na klar. Ja, genau. Meine Allgemeinbildung hätte mir das schon ad hoc sagen können. Nee, ist kein Problem. Aber ach, ich wiederhole cool. Auch gerne nochmal. Ja, wahrscheinlich, wenn es ist. Der Meere und der Gewässer. Das genau, ist und auf die Muscheln auf Englisch rumwach macht. Das ist meine Nixe. Hallo Nixe. Ja, genau. Salazia. Salazia. Sie sind überall unterwegs. Ich habe ja, sie genau, vorhin schon auf der Hauptmeile vernehmen können. Ja, ganz genau. Ach, sehr cool. Also, wir wünschen euch was. Ne? Dankeschön. Ihnen auch. Bis bald. Gerne. Bis dann. Eine schöne Knossikrone hatte. Ich auch. Wenn du da dran leckst, Alter, da ist überall Stoff. Aber der leckt nicht. Ich habe das als Kind nie gehabt. Das war schon echt verhängnisvoll, als ihr vorhin im Chat gesagt habt, ich soll ihn küssen. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Ja, siehst du. Ja, du hättest es gar nicht gewollt, ne? Nee. Wirklich nicht? Also ich hätte es auch nicht gewollt. Nee, ich auch nicht. Also ich weiß, dass du eigentlich viel älter bist, ne? Aber du wirkst halt sehr jung und das wäre halt ein komisches Zeichen, ne? Ja. Wir sollten auch nichts machen, was irgendwie falsch ist oder so.